Heute kümmern wir uns um Lichtinstallation und den Griff. Mit letzterem würde ich gerne anfangen, aber ihr habt ja eh keine andere Wahl. Bei der Gestaltung möchte ich mich circa an dem Griff einer Pistole orientieren. Dafür habe ich mir von meinem Bruder diese P99 Soft Air Waffe ausgeliehen. Eigentlich hat es nur einen Grund, weshalb wir nicht einfach nur ein Stück Holz reinsetzen oder was aus GFK formen, nämlich den, es fühlt sich einfach viel besser und wertiger an. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass der Megabuster sich dann ein bisschen mehr anfühlt wie eine Waffe. Das sich aber auch wirklich toll anfühlt, werden wir Holz benutzen. Wer hätte es gedacht? Esche bietet sich gerade an. Da habe ich noch ein Stück vom Schwert hier rumliegen. Das hat die passende Größe. Das müssen wir nur noch ein bisschen zuschneiden und dann halt die Form anpassen. Die passende Papierschablone für den Griff haben wir auch schon. Die wird dann wieder aufs Holzstück übertragen und dann ausgeschnitten. Ich habe den jetzt mal an meine Hand angepasst, aber so unterschiedliche Hände werden Flo und ich jetzt nicht unbedingt haben. Sag ich jetzt einfach mal so. Er fühlt sich auf jeden Fall gut an. Der nächste Schritt ist dann der, dass wir Kabelkanäle und den Abzug einbauen. Ihr habt jetzt gerade gesehen, wie ich die Plexiglasplatte für die Mündung gefräst und für die LEDs vorbereitet habe. Dafür musste ich mir eine Schablone aus MDF anfertigen, um dies dann 1:1 per Anlaufring und Fräse auf die Plexiglasplatte übertragen zu können. Für die Ladungsanzeige brauchen wir insgesamt zwei Platten. Die eine, die obere, die Sichtplatte, die ist auch schon gefräst. Die zweite Platte, die die LEDs beherbergt, muss ein Stück größer sein, um dann die Leuchtmittel verstecken zu können. Das schaffen wir mit Hilfe unserer Oberfräse und einem Kopierring. Um euch die Funktionsweise des Kopierrings genau zeigen zu können, drehe ich meine Fräse jetzt auf den Kopf. Wehe, einer von euch macht es zu Hause nach. Das ist höllisch gefährlich. Ich mache das jetzt nur, weil es wirklich interessant ist zu sehen, wie dieser Kopierring funktioniert. We'll be right back.
Das, was ich in diesem Video schaffen wollte, habe ich jetzt fertig. Ihr sagt jetzt aber, ja, und was ist jetzt mit der Elektrik? Das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort ist ganz einfach. Mein Elektrikerkumpel ist krank und deshalb wird es die Woche nichts. Deshalb gibt es nächste Woche Kabelsalat und Zusammenbau. Was ihr in diesem Video vielleicht gemerkt habt, es ist ganz viel offscreen passiert. Das hat Gründe und zwar drei an der Zahl. Nummer 1, es ist vieles sterbenslangweilig, dass es sich nicht lohnt, es euch zu zeigen. Nummer 2, wenn ich jedes Detail und jeden Schritt filme, komme ich überhaupt nicht voran. Und es geht schon schleppend voran mit der ganzen Filmerei und Normalarbeiten auch noch. Nummer 3, beinhaltet meine persönliche Inkompetenz. Ich habe es in diesen Aufnahmen jetzt schon mehrmals geschafft, nicht mal einen meiner beiden Akkus geladen zu haben oder vor dem Beginn eines Arbeitsschritts auf Aufnehmen zu drücken. Deshalb wird es mal wieder Zeit für eine Doppelschelle. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende, haltet die Ohren steif und tüdelü!